Predictive Crime, ist das eine Chance oder eine Gefahr? Ich bin eigentlich immer optimistisch, was technologischen Fortschritt angeht. Wir haben drei große Trends, die uns in den nächsten 20, 30 Jahren treffen werden. Das ist die Digitalisierung. Da fangen wir jetzt an zu diskutieren. Wir werden dann einen weiteren Trend erleben, Hybridisierung. Da geht es dann darum, wie Menschen mit Maschinen kooperieren. Und ein dritter Trend ist letztlich die Automatisierung, das, was wir als Roboterwelten auch kennen. Und in diesem Trend wird es sein, dass wir selbstständig agierende, autonome Systeme haben, die beispielsweise auch polizeiliche Ermittlungsarbeit haben. Und wir müssen jetzt darüber die ethische, moralische Diskussion führen, wie wir unsere Werte technologisch übersetzen können. Denn eins ist klar, da gebe ich Ihnen recht, wir werden eine Entwicklung haben, wo Maschinen selbstständig entscheiden, lernen und sich weiterentwickeln, ohne dass sich ein Mensch da beteiligt, ein Polizeibeamter daran beteiligt. Und darauf müssen wir als Gesellschaft gut vorbereitet sein. Wir müssen auch Grenzen diskutieren, dort, wo Automatisierung nicht stattfinden darf. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir uns einen kleinen Freiheitsgaranten schaffen, der bei allem guten technologischen Fortschritt uns auch ein bisschen individuelle Privatsphäre belässt.